Automatische Produktion läuft. Ich bin fix und fertig. Wegen mir? So. Du killst mich für diese Konstruktion. Stahlträger braucht er noch, ne? Ja, der braucht doch. Warte mal, der braucht doch nur 4 Zutaten. Nur ist gut, ja. Ach, nee. Plastik braucht er hier nicht. Wieso fahre ich denn da Plastik hin? Wie so ein Idiot. Guck mal, ich wusste, ich brauche irgendwo Plastik, aber an einer anderen Stelle. Ich könnte jetzt nur ein Zitat bringen, aber ich lasse es. Die Situation ist ein bisschen anders, als ich dachte, wenn ich ehrlich bin. Als gedacht, ne? Ja. Nein, also pass auf, ich hatte schon die richtigen Zutaten an dem Kopf. Ich habe sie nur zu den falschen Stellen gefahren. Das ist mein Problem gewesen. So, und der kriegt die von da. Und dann kommt hier jetzt ein Ofen hin. Heieieiei, Heidewitzka doch. So. Na, mal schauen. Die kann ich ja sonst auch gleich das andere packen. Das wäre geschickter. Ist hier gerade langweilig? Nö, ich gucke da nach wunderbaren, durchdachten Konstruktionen. Du könntest ansonsten mal das Fließband mit den Batterien leer machen, dass da nichts mehr drauf liegt. Die Batterien müssen auf die andere Seite. Nee, Batterien brauchst du hier. Ja, aber die müssen auf der anderen Seite vom Fließband langlaufen. So. Oh, jetzt habe ich hier ein Platzproblem. Jetzt ist hier diese blöde Chemiefabrik im Weg. Nee, hab ich nicht. Du sollst nicht das Fließband abbauen. Hast du? Die sollen auf der anderen Seite von demselben Fließband laufen. Du sollst nur die Batterien einsammeln. Oh Mann, ey. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist es. Guck mal, kein Wunder, dass das hier so lange dauert, wenn man ständig getrollt wird. Danke trotzdem. Danke. Ich weiß, das war ja nicht bösartig gemeint. Ja, ich hab genau das gesagt, was du gemacht hast, wie immer. Und dann ging alles schief. Ja. So. Pack die auf den. Wir haben jetzt fast 2 Holzkisten voll mit Stahlträgern. Cool. Das sind 3400. Okay, nice. Okay, es ist wirr, aber es funktioniert. So, und jetzt braucht der da noch Strom. Zack. So. So, jetzt werden hier nochmal 40 dieser Pakete. So, das war das. Und jetzt muss hier das Fließband noch da rüber. Und voilà. Die automatische blaue Pakete Produktion läuft.
in einer Art, die extrem gut skalierbar ist. Auch wenn du das immer noch nicht glauben magst. Blitzschnell aufzubauen. Blitzschnell aufzubauen. Ach ja. Wenn man erstmal die Produkte an die richtige Position fährt, dann geht das echt besser. Brauche ich im Inventar wieder eine, ach du Gott, 555 Sekunden brauche ich jetzt. Okay. Hier hast du das hast du hier übrigens falsch gemacht, möchte ich kurz anmerken, ne? Nee, habe ich nicht. Das war so nicht gedacht hier. Ja, das war ja viel zu undurchdacht bestimmt. Ja. Das passiert, wenn man das nicht selber macht. Hm. Jetzt direkt auf das Kohleteil drauf, oder was wolltest du machen? Ja, genau. Nein. Ich muss hier nur die Wendeschleife größer bauen. Um den Platz nachher möglichst optimal nutzen zu können. Du behinderst die Produktion meiner Wissenspakete. Nö, die funktioniert. Einwandfrei sogar. So, und jetzt sehe ich zum Beispiel schon, dass die blauen Pakete nicht so... jetzt habe ich einen Überschuss an allem anderen. Das heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall hier schon mal eine zweite Produktion für die blauen Pakete hinstellen. Weil die brauchen so lange herzustellen. In der Zwischenzeit ist alles andere schon wieder da. Also, zack, zweite Produktion an blauen Paketen. Eigentlich möchte ich ganz gerne lieber erstmal in die Richtung ausbauen. Na. Jetzt habe ich nicht mehr die normalen Greifer. Ah, komm, hier stellen wir ein paar her. Input, Output. Blaue Pakete. Input. Zack. Perfekt. Schon haben wir zwei Fabriken für blaue Pakete. Ist doch wunderbar hier, Smikos. Ja, super. Ja. So langsam wird's was. Das klang jetzt ein bisschen hoch. Das. So, und warum das System super skalieren kann, das zeige ich dann beim nächsten Mal. Jetzt warten wir noch die Forschung ab, komm. Ach so, okay. Jetzt warten wir noch die Forschung ab. Weil gleich ist nämlich auch mein Roboterhanger fertig. Dann kann ich dir mal zeigen, was ein Logistikroboter macht. Mhm. Dann kannst du schon mal Anforderungskisten bauen. Eine passive. Nö. Dann mache ich das. Ich kann das eh besser. Aus Prinzip nicht. Es gibt Lagerkiste und passive Anbieterkiste. Ja, und einen Begriff hatte ich genannt, den du bauen solltest. Ja, du hast gesagt, eine passive Anforderungskiste. Nein, ich habe Anbieterkiste gesagt. Nein, du hast passive Anforderungskiste gesagt. Die gibt es nicht und die Okay, richtig. Ich spule an dieser Stelle nochmal zurück, was du gesagt hast. Ja, mach das. Und siehste wohl, ich hatte recht, Bam. Siehste, du hattest Unrecht. Ich muss mir die Stelle notieren, damit ich da wirklich das nochmal reinschneide. Irgendwann habe ich wahrscheinlich mal passive Anforderungskiste gesagt. Und da schneidest du jetzt da rein. Ich lasse die Stelle da ein bisschen länger oder habe die Stelle dann ein bisschen länger laufen lassen, sodass es wirklich genau das ist, was du gesagt hast. Wie ich dich kenne, würde ich vermuten, dass du das dir vorher schon mal gemerkt hast, dass ich das Wort gesagt habe. Ja, genau, wahrscheinlich. Du unterstellst mir hier böse Machenschaften. Ja. Das ist ja alles durchdacht hier. Ist es auch. So. Auch wenn du das nicht wahrhaben willst.
Intelligenter Greif. Na. Dahin. Dahin. Der stellt her grüne. Also intelligente Greifer, genau. Okay, ich habe eindeutig zu wenig rote Platinen. Alles klar, kein Problem. Ich habe auch mal die Produktion verbessert hier. Was heißt bitte, du hast da was verbessert? Was hast du hier geändert? Rate mal. Nee, ernsthaft, was hast du geändert? Hast du die schnellen Greifer in den Output gepackt? Genau. Die bringen nichts, wenn wir nicht am Input auch schnelle haben. Nee, ich glaube, der irrst du dich. Die Produktion, da irre ich mich nicht. Also der Input ist viel zu schnell jetzt. Wieso ist der Input zu schnell? Guck's dir an. Schau da rein. Okay, ich nehme jetzt mal. Warte mal. Ich nehme jetzt hier einen langsamen. Da ist eine ganz kurze Pause immer. ja, genau. Ja, ist. Eine ganz kurze, richtig. Ja, richtig. Das heißt, sie läuft nicht auf 100%. Vorher lief sie auf 10%. Gut, und vielleicht hatte ich den Output ein bisschen langsam, gebe ich zu. Gleich haben wir es geschafft. Ach ja. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt noch so lange warten muss auf dich. Was trödelst du hier rum, ey? Ich muss noch 8 rote Schaltkreise bauen. Halt. So, genau. Und so. Richtig. Da und da. Und herstellen. Rote. Hast du dich hier neben mein Fließband gestellt und die roten Schaltkreise abgegrast? War ja. Deshalb so wenig? Ja. Ernsthaft? Hier oben habe ich das gemacht, hier. Ach da, ja okay. Nee, ich dachte hier im Zulauf. Weil ich jetzt ja den Zulauf erhöht habe. Was fehlt dir? Ja, du hast doch alles. Hä, bin ich jetzt blöd? Also wie du siehst, Schaltkreise. Er braucht grüne Schaltkreise, er braucht 2 Stück dafür. Ah ja, richtig. Das ist, was ich meine. Schaltkreise und Kupferdrähte brauchst du sehr, sehr viele. Ja. Yep. Das Problem, also das einzige Problem mit meiner Skalierung ist, dass ich hier zu weit vorne angefangen habe im Endeffekt. Ja. Also ich hätte mit den roten erst irgendwo hier anfangen sollen. Ja, du wirst nachher ganz viele von den grünen, also ganz viele grüne Schaltkreise brauchen. Ganz, ganz viele. Je nachdem, wie viele Produktionsstätten du jetzt auch haben musst. Ich meine, auch die Produktionsstätten hier sind noch nicht ausgelastet. Auslegen. Ne, doch, war richtig rum. So. So. Input. Output. Input. Map. Eisenzahnräder. Übrigens, die Forschung ist fertig. Hab ich gesehen. Ich bin schon die Kisten am Bauen. Okay. Und zack. So rum? Der soll das da hinlegen. Ja, so rum. Nee, der soll das reinfüllen. Mist, so rum. Und jetzt brauche ich Strom. Nee! Das kannst du jetzt aber nicht machen hier. Das ist aber. Nee, ich will dir mal zeigen. Ey, kannst du euch mal zeigen? Ja, warte, mein Freund. Warte, er. Nimmst du die da wohl? Ich habe so viel davon. Ja, und? Ich baue jetzt hier aber direkt richtig. Ja, ich sehe nichts richtig. Da ist doch alles fertig. Du füllst jetzt nicht ernsthaft da die roten Dinger um. Ich will mal zeigen, wie das funktioniert. Ja.
die falsche Fabrik, ne? Jo. Guck mal, jetzt kannst du hier auf diese Anforderungskiste klicken. Wo bist du? Erstmal, wo bist du? Hier, da. Über dir. Ja, okay. Ja. Kannst du auf diese Anforderungskiste klicken? Ja. Dann klickst du in diesen Logistikbereich auf ein Feld und wählst da die roten Schaltkreise aus. Okay. Machst du das mal? Ja. Dann wählst du eine Menge aus. 200. Kannst du machen. Ist eingestellt, standardmäßig. Und weißt du, was jetzt passiert? Na? Ja. Ich hatte schon 5 Logistikroboter vorher gebaut. Okay, das Problem ist aber, wenn ich das richtig sehe, die Logistikroboter muss man bauen und die fliegen jetzt vom Hangar da hin und her, oder? Richtig. Wenn du auf den Hangar klickst, hast du 2 Bereiche. Siehst das ist ja extrem langsam. Da sind Förderbänder besser. Ja, hier, wir werden angegriffen oder so. Nee. Ach nee, oh, wenn man den anklickt, wird der Hintergrund so orange. Genau, genau. Okay, ja. Der kleinere Bereich ist der Transportbereich. Und du kannst natürlich jetzt einen weiteren Hangar... Ich sehe keine 2 Bereiche. Sorry, warte. Ah ja, okay, ich war zu weit reingezoomt, ja. Jetzt hast du 2 Bereiche. Der kleine Bereich ist der Transportbereich und der größere Bereich ist der Baubereich. Du kannst später Blaupausen bauen, dann setzt du einfach Gebäude dahin und die bauen die automatisch und liefern die dahin. Jo. Nachteil jetzt, die sind A, sehr langsam, die Roboter, und die können nur eine Menge transportieren. Richtig. Später können die auch 5 und viel schneller fliegen. Ja, okay. Und dadurch bist du halt nicht mehr so gezwungen, alles mit Fließbändern zu transportieren. Gerade diese Güter, die einfach selten produziert werden, wie zum Beispiel rote. Nur als Beispiel jetzt. Naja, rote werden wir hier eine ganze Menge brauchen, wenn das erstmal ordentlich skaliert ist. Ich weiß, aber lass mal einen davon 5 transportieren, dann sieht das ganz anders aus. Du willst jetzt ja wohl nicht sagen, dass meine Förderbänder unnötig sind. Nein, das ist nicht, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber jetzt kann man zum Beispiel die Robotergeschwindigkeit bauen, dann ist ja gleich 35% schneller. Erforschen, Entschuldigung. Mhm. Oder was ich eigentlich viel geschickter finde, ist halt, dass die mehr transportieren können. Auch das geht. Ich sehe es nur noch nicht. Ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde gerade dieses Fließbänderbauen ist das, was mir Spaß macht. Und das willst du mir jetzt wegnehmen. Nein, überhaupt gar nicht. Aber irgendwann ist es halt auch ineffizient. Wenn du selten produzierte Güter über lange Distanzen produzieren musst, dann ist so eine Drohne einfach besser. Ja, okay, über lange Distanzen, ich sag mal, so riesig ist der Bereich jetzt auch nicht. Verstehe ich, aber irgendwann ist so ein Transportplan auch durchaus ineffizient. Es gibt solche Mengen, beispielsweise um diese, was ich jetzt für einen Aufwand betreiben müsste, um diese Elektromotoren immer noch zu bauen. Ja. Das, da kannst du einfach was mit Drohnen machen, fertig. Okay. Ja. So, nächste Sache. Also ich sag mal, für nicht, wie du schon sagtest, für nicht so häufig benutzte Güter, da sind die vielleicht sinnvoll, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich erforsche als nächstes mal die Robotertransportmenge würde ich auf 2 erhöhen. Du weißt aber schon, dass so wie du das gerade gebaut hast, du eine der beiden Fabriken jetzt abgekapselt hast, weil die nicht mehr mit roten Schaltkreisen versorgt sind, weil dein Greifer da unten alle runtergreift, ne? Ich weiß, ja. Okay, gut. Dann baue ich das jetzt wieder ab, wenn du nichts dagegen hast. Kannst du machen, ist nur ein Beispiel. Jo. Und aufgrund dessen, dass es jetzt keine Anbieterkisten gibt, werden halt diese Drohnen nichts mehr in diese klar. Anforderungskiste packen können. Ist klar. Da ist dein Material. Okay. Das ist auch cool hier. Oh, ich habe hier nicht auf rote Schaltkreise geschaltet, ich Depp. Ja, super. Lass es sie nur ein Stück weiter auseinanderstellen. Warte. Da, Kopf. Nee. So. So. Hä? Man bräuchte von jeder Sorte noch eine mehr und dann lässt man das mit dem Greifarm in eine Nachbarkiste legen und von da wieder zurück. Achso. Ja, oder so, das geht natürlich auch. So. So, die sind erstmal beschäftigt, die Jungs. Genau. Nachteil, die müssen dann regelmäßig Strom aufladen. Das machen sie bei diesen Hangern. Mhm. 20.000 hast du angefordert. Das ist ein System. Ja. Sind da jetzt nur 2 im Einsatz? Nee. Die fliegen nur genau übereinander. 5 insgesamt. Ja, die fliegen nur genau übereinander. Wenn man genau hinguckt, sieht man auch, dass die unterschiedlich viele Flügel haben, die nach unten weggehen.
Ja. Jetzt müssen wir kurz Strom aufladen. Ah ja. Und jetzt geht's weiter. Ja. Oh, das sieht, oh, jetzt sieht es viel geiler aus. Na doch nicht, die sind immer noch teilweise übereinander. Aber das wird sich, glaube ich, durch ganz viel Zufall legen. Na egal. So, jetzt haben wir, ja, jetzt haben wir ein paar. Gut. Das war's für heute, würde ich vorschlagen. Ne? Das war's für heute. Habe ich ja schon vor einiger Zeit gesagt. Ja, ich musste nochmal hier dieses brillante. Ja, dieser Konstrukt hier, den wir hier jetzt haben, der gefällt mir besonders gut. Ja, also der ist, das muss ich wirklich sagen, der ist wohl durchdacht. Und der skaliert super. Der skaliert super. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.